Die Tankstelle, Das ja. bei unserem Haus schräg gegenüber. Da vorne. Schräg Oh, gegenüber. da ist ein Diner, oder? Okay, was willst du als erstes? Diner oder Tankstelle? Ah, Tankstelle. Tankstelle. Die Tanke. Die Tanke, ja. Und dann gehen wir ins Diner. Das Und rote Fass, das glaube ich gleich mal auf, bevor es du wieder hinschlagst. ja, danke dir. Jetzt haben wir wieder die wildesten Explosionen. Ah, wenn man die Zapfsäulen abbaut, bekommt man Mechanical Parts. Ja, aber nicht während der Sprit drinnen ist, wird die nehmen wir Na, ja na, na. raus. Ich habe ja auch keine Range dabei. So. Jetzt kann es gefahrlos. Ich habe Geh keine aus, dumm. Range. Hast du das Auto schon? Nein, Bin oder? gerade dabei. Ah, okay, drum kommen wir noch rein. Eine Eisenpickaxe. Wie cool ist Sehr das? schön. Kannst gleich mal da die Tür. Oder wir machen das Tor auf. Das ist vermutlich einfacher. Ich schaue mal seitlich, vielleicht sind noch irgendwo Fenster, die leicht gehen. Ah, da liegt jemand, Achtung. Sehr gut, Tucktape. X. Zombie erledigt. Irgendwo brennt's. Ja, wir sind nahe dem verbrannten Gebiet, also. Diese Zombie ist da noch immer so lang. Was ich total interessant finde, da geht es steil bergab und da ist auch ein Gebäude drin. Da sind auch noch jede Menge Tonnen. Bist du außen rundum? Bin hinten im Hof. Im Hof. Ja, Okay, ich na. versuche einen leichten Zugang zu finden, wo man halt. Okay, na dann kann ich gefahrlos die Tür hier Kannst, ja. wegmachen. Okay. Ich glaube, dass da hier vorne die Tür da, glaube ich, ist offen. Schaut mal. Na, ist auch gesperrt. Ah! Ja, was steht denn da? Was steht denn da? Destroyed Chemistry Station. Was heißt destroyed? Das heißt, man kann sie nicht verwenden, oder? Kommst du Okay. nicht rein? Na, es ist wie eine Kiste. Also, sie dürfte nicht funktionieren. Kaputt sein. Okay. So, ich baue mich da mal rauf. Mach nur. Da oben sind welche. Welche Zombies? Zombies, ja. Er schmeißt aber nicht mit Zombies nach mir. Ich bin unten. Soll ich dir helfen? Mein Kopf ist schon explodiert. Okay, na dann ist okay. Ist. Oh, da ist noch einer. Ah ja, da kommt da schon der Krabbel. Der Krabbel Philipp. Jo. Erledigt. Oh, Wasser und Money. Was haben wir da Money noch? makes the world go round. Auch sehr sinnvoll. So, hast du vom Dach für eventuell runter eine Hier nichts Leiter oder so? runtergeschmissen. Nein, eine Leiter oder irgendwas. Ja, nur da, wo ich die Wut vor ihm hingestellt habe. Ach so, ins Gebäude meinst Ja. du, oder? Nein. Mir war noch nichts aufgefallen. Ach, schon wieder die. Also, diese 50er Ich halten bin nichts heroben, aus. gell? Ja, ist okay. Nicht, dass du dich erschrickst. Okay. Gut. Dann bauen wir noch die Zombies ab. Bin jetzt, glaube ich, auch schon ausgenommen. Ja. Jetzt schlagen wir alle weg.
So, schauen wir mal. Das Eisen holen wir sich später, wobei du hast da... Ja, ja, ich stimmt, ich habe ja, Pickaxe. Könntest... ist zwar grau, aber... Ist egal, aber ist wir kriegen egal. Ein bisschen Eisen. Ich lasse da das da stehen und schau mal, zeitlich werde ich ein Fenster aufbrechen, dass wir reinkommen. Mhm. Was denn? Ich bin runtergefallen, ist aber nichts passiert. So. Ah, ich bin einmal drinnen, ich werde drinnen mal schauen, Zombies, bevor ich irgendwas loote. Okay, da drüben brennt der Typ da. Bist du vorne rein? Nein. Seitlich aber okay. Aufgemacht. Okay. Sie ist Lehrerinnen. Mr. Jones. Also es ist kein Zombie mehr da und jede Menge zum Looten. Okay, ich komm schon, ich nehme das Eisen noch mit. Passt. Da sind schon wieder die Eisenbeinschienen. In dem Bücherregal, was da ist. Ich kann es gleich wieder dazulernen, weil da erhöht es sich gleich. Nein, ich glaube, das geht nicht mehr. Okay, dann lernen Sie. Ich stelle da kurz einen Brem rein. Dann lernen Sie, ja? Ja, lerne mal. Geht das nicht mehr? Okay. Bierlässig. Schade. Bringt es eigentlich gar nichts mehr, sobald man es einmal gelernt hat, dann nochmal die Bücher findet. Das war eigentlich besser gelöst. In der letzten. Man hat sich quasi weitergebildet. Jo. Ja, so war es halt. Da hat es Sinn gemacht, dass man... Das ist ein Blödsinn. Da geht es immer rüber. Da haben wir eh schon offen. Dann sind da Kisten jede Menge. Jawohl, ein Motor in Orange. Mhm. So, den da mal scrappen. Oh. Okay, ein Vorhängeschloss. Das bereue ich sicher. Ah, Dosen. Okay. Tabletten und ich habe keinen Platz mehr. Okay, vielleicht kann man was zusammenlegen. Könnte das dann mal scrappen. Ich glaube, das Vorhängeschloss in grau. Ja, das werden wir ausgrippen. Die leeren Dosen werden jetzt ausgrippen, weil wir brauchen es nicht mehr wirklich. Das da kann ich auch ausgrippen. Die Elektrik passt, so. Die haben sie auf alle Fälle auf. Das Glas auch. Mhm. Hört er ihn? Ja. So, der Kühlschrank ist leer. Die Kühlbox auch. Achso, die sollte ja immer aufbauen, ne? Da unten ist noch was drin. So. Na, bitteschön. Oh, nett. Ein paar Mechanical Parts. Das hast du schon alles noch nicht abgebaut. Ja. Yep. Alles klar. Irgendwo ist der ganze grauslicher. Ja. So, ich glaube, wir haben es. Mhm. Ja, oben ist eh nichts mehr. Oben? Na, gibt's kein oben. Okay. Da waren wir ja. Ah ja, stimmt. Jetzt
So, dann der Deiner. Und ich schaue mal, wie es bei mir ausschaut. Ich bin voll. Auch voll, wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht weit, es ist ja nur gegenüber, dann laufen wir wieder retour. Und holen uns dann, gut, weiß ich nicht, ob wir den Deiner noch schaffen. Ah ja. Viertel noch vier. Naja, wir brauchen nur ein bisschen Juckerflutzer. Okay, und Holz. Und Holz, ja. Und sowieso alles. Und sowieso alles, okay. Ist richtig. Vor allem, dass ich da noch ein paar Spikes lege. So, ich räume gleich mal aus. Ups. Oh, dass nichts raufkommt. So, dann mache ich. Das Geld ist in der zweiten Kiste, gell? Mhm. Glaube ich schon. Oder ist da? Na, da ist Blödsinn. Bisschen okay. Die Schmerzmittel kommen da rein. Die Dosen Chili kommt da dazu, sogar zwei. Ne? Der Kleber. Gut, dann bin ich mal in der rechten Box. Ich hab gleich was draußen. Ja. Bier, Eisentag, Depp, cool. Ich kann dann schon langsam beginnen, uns ein bisschen Rüstung zu basteln. Nein, ich will noch höher leveln. Das geht. Schon rein. So, Kackhaufen. Leere Gläser. Bier. Machen wir wieder am Weg nach unten. Ja, ja. Ich bin hier auch gleich. Du kannst deines Weges gehen. Ich habe zumindest eins so reingetan, dass nicht gleich wieder raufkommt. Ja, ist okay. Ja, magst du Holz? Ich mach Holz. Okay, dann konzentriere ich mich wieder eher auf die Juckerflut. Yep. Was mir jetzt nebenbei unterkommt, dann Holz. Ja. Mache ich mit. Okay. Haben wir eigentlich den Wolf dann erledigt? Oder geistert der noch wohl herum? Gute Frage, aber ich glaube schon, dass wir den erledigt haben. Du, da warst du. Ich denke schon. So, passt. Reifen. Ah, Mucky Water. Das lege ich da gleich rein. Mucky. Mhm. Und Spikes. Spikes. Okay, ich mach mal 10. Gut. Ein bisschen was geht noch. Erde brauchen wir auch. Mhm. Hoppala. Eieiei. Wir wissen eigentlich noch immer nicht, ob wenn man von den Wildtieren entdeckt wird, ob man dann auch das halt so bemerkt wird bei den Zombies, oder schon, wissen wir das? Nein, ich weiß es nicht, aber ich will es auch gegenwärtig noch nicht probieren. Naja, die Frage ist, ob es was bringt, wenn man in der Hocke ist. Ja, aber ich denke schon, dass man da nicht so... Wird wahrscheinlich genauso sein, ne? Warum sollte da ein Unterschied sein? So. Steine für die Forge brauchen wir auch, gell? Wir brauchen hier alles. Wurscht. Vergiss die Frage. Jo, das war über die Schulter. Aber jetzt liegt er. So.
So. Den großen Stein daneben bei werde ich auch eliminieren, oder? Alles wird eliminiert. Alles wird eliminiert. So, okay. Das war die vorletzte Steinaxt. Die letzte 50er. Und die Tibra hat das, glaube ich, schon gelernt. Das heißt, wir kriegen dann bessere. Ich hoffe, bald. Na, Tools missing, glaube ich, hast du schon. Glaub schon. Ich glaube schon. So, dann nehmen wir einen Baum mit. So. Ja, am nächsten Tag werden wir sie dann mal aufmachen zum Händler. Beziehungsweise machen wir das erst nach dem Tag 7. Ja, ich würde vorschlagen, wir sichern unsere Base. Wir müssen uns absichern, gell? Und wird aber, glaube ich, nicht ausreichend Holz haben, dass wir da rundherum kommen. Ich bin kräftig am Sammeln. Zumindest, dass wir so drei Reihen rundherum. Ich habe einen Verfolger. Wie üblich. Einen echten oder einen eingebildeten? So, ein bisschen Stein, die brauchen wir. Ja, Kohle hoffen, aber den lasse ich jetzt einmal frech liegen. Die Kohle ist momentan nicht das Wichtigste. Wo bist du? Ah, du bist hier in der Nähe. So. Woodspikes. Gut, dann schauen wir, dass wir noch ein paar Kakteen wiederziehen. Finden, da ist noch einer. So. Schon gleich drauf gestiegen. Geht am einfach am Anfang etwas sehr zäh mit dem Werkzeug. Aber das ändert sich hoffentlich bald. Oh. Steine klopfen ist fertig. Ja, das stimmt. Und okay, ich schleppe einen Baum mit. Sehr unheimlich. Ich habe mir einen Baum eingetreten. Ja, du kleiner Ent. So. Den da nehmen wir auch mit. Ist es bei dir oder bei mir? Was? Dieses Grunzen von den Typen da. Es kann sein, weil ich habe da rundherum Zombies, aber mir hat noch keiner entdeckt. Okay, nämlich auch nicht. So. Ich merke, dass ich da schon ein paar Mal Kakteen gefarmt habe, es sind kaum mehr welche. Spawnen die nicht noch, gell? Vorhanden. Aber hast du eine Schaufel dabei? Ja. Für den Dachgarten. Nimm ein bisschen Erde mit. Wo soll ich denn da am besten?
dort, wo es nicht stört, ein Loch machen. Ganz vorne. Schauen wir mal, wie viel. 16 Yucca Fruits. Naja. Weil dann könnte ich ja das schon in einem Eck mal. Muss man so ausziehen, ich habe ständig Hitzeprobleme. Hitzewallungen. Ja. So. 20 Spikes habe ich jetzt, die werde ich gleich noch setzen. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann fange ich da an ins Ausheben. Ja. Ich werde mit der Picke auch die Tonne da wegnehmen. Ja, ist okay. Dieses Riesending auf der Rückseite. Also bei uns, bei der Base. Ja. Die Mülltonne, ja. Ja, ja. Sehr schön. So, da wird jetzt dann nicht da. So. Okay, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. So. Na, dann schaufelt man mal Erde. Ja. Ja, Tibra will ja auf dem Gebäude einen Dachgarten anlegen. Zumindest einen kleinen, dass wir ein bisschen wieder runter kommen, ne? Dass wir ein bisschen eine Grundversorgung haben, ja. Und Kartoffeln und Golden Rot und so. Mhm. Das erleichtert dann gleich mal das. Ja, essen das Leben. Und trinken. So, ich werde einmal meine 2 Gläser Wasser. Ah, ich habe 4, ja genau, ich habe noch welche gefunden. Dadurch, dass es ständig heiß ist, schaut es mit dem Wasserhaushalt nicht recht gut aus. Passt. Und, so. Und unsere Schneebeeren habe ich auch noch nicht. Mhm. Ah, die hebe ich aber jetzt gleich auf. Habe ich wieder in der Früh vergessen. So. Gut, dann kommen mal retour. Ich setze noch ein paar Spikes. Ich bin gespannt, ob ich die Blockanzahl, die ich da aushebe, oben dann setzen kann mit der Erde. Nein, kannst du nicht, du musst die verarbeiten. Ja, das schon, aber ich krieg dann das also die gleiche Menge wieder praktisch. Gute oder Frage. Reduziert sich das? Ich glaube, das reduziert sich ein klein wenig. Okay. Aber ich bin mir jetzt selbst nicht sicher. Okay. So, ich gehe dann mal wieder rauf und mache oben weiter. Ich komme. Gut. Achtung bei den Spikes, ich habe zwar was freilassen. Passt schon. Na. So, so, dann gibt es am nächsten Tag den Diner. Warum komme ich nicht drauf? Ja, weil da oben Woodframe. Ah, den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Ich blindes Huhn. Na gut. Du bist schon da? Sehr gut. Perfekt. Gut, machen wir unser Häuschen mal weiter. Oh, ich brauche Wood Frames. Gut, da sind sie. Jo, Wood Frames. Kann ich auch gleich mal machen. Und so 50 Stück oder so. Ah, wenn so viele ausgehen. 46. Ja, machen könnte
250 circa. Aber ich brauche noch Bretter. Mhm. Okay, dann baue ich einen Kletterschutz weiter. Okay, okay, das bitte, bitte. Du da. Und das da kümmerst. Okay, das Eisen gebe ich auch raus, weil sonst wird das da irgendwo verarbeitet. Das will ich nicht. Okay, die Kisten ist voll. Das scrappen wir, die essen wir, die kommen daher, daher, nett und das Eisen, ups. Laden wir hier rein. Okay, also ich kann nicht die Woodframes auch noch immer setzen, ohne dass gleich alles aufgerüstet ist. Und das bricht nicht runter. Das ist auch mal schön zu wissen. So. Das war's wieder. Jetzt haben wir auf der Seite schon mal einen Sichtschutz fertig. Meine Worte bitte. Meine Abschlussworte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet wieder ein bei 7 Days to Die. In den nächsten Folgen werden wir dann schon wieder, glaube ich, ein bisschen mehr drinnen sein. Ihr wird es echt teilweise ein bisschen benötigt. Nächsten Tag steht an der Diner. Ja, genau, der Diner. Und natürlich da weiter ausbauen, weil Tag 7 steht bevor, ja. Wieder einmal. Das ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, happy gaming und ciao, ciao. Ciao.